herzlich willkommen auf Holland Mancamp. Wir freuen uns riesig auf die neue Saison 2024 mit neuen tollen Themen. Wenn du möchtest, kannst du teilnehmen oder zuschauen. Du kannst auch deinen eigenen Weg gehen. Nichts ist verpflichtet. Wir fangen an mit 26. 28. April, Königstag. Dus de Koningsdag zelf is 27 april en dan is veel los in Loosdrecht. En in Amsterdam, daar is jede Ecke, jede Straße gevuld met feiernde Leute. En Samstag wird das Frühlingsputz. So, alles en jeder wird blitzsauber. Woonwagen, Wohnmobile, Zelte, Männer, Hunde, alles wird wieder sauber. 4. 5. Mai. Priscilla, Queen of the Camping. Genieße das Leben. Queens und Cowboys, let's sing together. Und ABBA darf auch wieder singen. 13. 14. Mai, Himmelfahrt und Songfestival. Genieße die tolle Stimmung. Zusammen gucken ist Spaß. Glitters überall, Stolas sind bereit. Und dann gerne deine Punkte bei die Klamotten. Dann die tollsten Klamotten werden wir dann machen oder bestellen zum Tragen auf Camping Holland Mancamp. 18. 19. Mai, Pfingsten ist Polens. Verlängertes Wochenende und dann Samstag machen wir Werkstatt Poldancing. Jeder kann Poldance machen und es ist viel Spaß für jeden das anzuschauen. 25. 26. Mai, Ölringen und Swintitingen. Letztes Jahr war ein Riesenerfolg, das Ölringen. Auf glatte Segel, auf den Knien, total im Öl und dann kannst du auch nicht fallen, versuchen, deinen anderen auf den Arsch zu klatschen und mit 3 Klatschen Vorsprung hat man gewonnen. Nun extra Runde, Swintitingen. Beide Ringe blind gefaltet. Es ist kein Sex, es ist kein Porno, aber es ist super toll zum Mitmachen und sehr schön zum Anschauen. 1. 2. Juni, Pride Camp Utrecht und verlängertes Wochenende Fronleichnam. Das geselligste Pride Camp in den Niederlanden ist auf die wunderschönen Grachten von Utrecht. Es dauert eine Woche lang mit Sommergrachtfestival, aber das Höhepunkt ist Samstagmittag, wenn die Schiffe durch die Kanäle gehen. Es ist wirklich eine tolle Stimmung dort. 8. 9. Juni, Steeltoys Messe. Steeltoys macht dieses Jahr Messe hier auf Holland Mancamp. Schaue die an und entdecke die aufregendsten Toys von Ketten, bis große Rahmen, alles ist dabei. Die Messe ist im Gewächshaus, zugänglich für Männer und Frauen dort im Gewächshaus. Aber natürlich auch für alle Campinggäste. Und wir machen auf dem Camping auch noch, unter Führung von der Ledermeister, kleine, aber tolle Dinge selbst machen. Leder ist genügend und alles ist da. Dann, viel Nachfragen waren nach 15. 16. Juni. Endlich, jeder Camping-Mitarbeiter. Du darfst nun alles machen. Du darfst Kaffee machen, sauber machen, Geselligkeit machen, lieb sein für die anderen Gäste und so weiter. Wir haben passende Kleidung und die Arbeit ist ziemlich einfach. 22. 23. Juni. 1001 Nacht. Lass dich verzaubern von der warmen Atmosphäre in einem kuscheligen Harem mit vielen Prinzessinnen und Sultans und Ölscheiche. Es gibt Bauchtänze, fliegende Teppich und Gesang und Tanz. 29. 30. Juni, ganz im Weiß. Du darfst wieder zurückgehen zu deinen Jungfraujahren.
wieder ganz weiß und keine rote Fleck zu entdecken. Es ist diese Abend deine wieder eine Chance, wieder Jungfrau zu sein. Dann 6. 7. Juli, Spannung bei den Nachbarn. Eigentlich ein bisschen neugierig, wie es aussieht bei den Nachbarn auf dem Camping. Wie ist es drinnen? Ganz nett oder eine Sauerei oder spannende Fettig-Dinge vielleicht? Samstagabend kann jeder mitmachen mit seinem Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil. Und dann machen wir eine Runde entlang alle, die dann mitmachen, zum Rumschauen, Reinschauen. 13. 14. Juli, Zwergewochenende. Hey ho, hey ho, oder doch ein bisschen bi. Bist du Prinz oder Frosch? Bist du Assepuster oder Schneewittchen? Oder bist du eine hässliche Hexe? Du darfst dich selbst sein dieses Wochenende, kein Problem, wir machen ein Fest draus. 20. 21. Juli, internationale Meisterschaft Gehhupfballen. Fühle dich wieder jung und wieder lustig hüpfen. Mitmachen ist echt großartig. Boing, boing, boing. Es ist super Spaß. Es ist auch viel Spaß, an das anzuschauen. Und weil wir machen echt eine Party draus. Speziell diese Samstagmorgen von 10.30 Uhr bis 12 Uhr ist eine Wanderung im Schwabenland. Dann 27. 28. Juli, Wandern, Radeln, TikTok. Wir wissen es noch nicht so gar. Wir werden etwas Sportliches machen, aber was, das müssen wir noch entdecken. Das ist noch eine Überraschung. 3. 4. August, Pride Camp Amsterdam. Holland Man Camp ist wieder Pride Camp, die ausgezeichnete Aktionsbasis, um einfach zu den schönen Amsterdam zu gehen. Du kommst hier in die richtige Stimmung und wenn du zurückkommst, dann kannst du echt ganz in die Stimmung bleiben. 10. 11. August, Pflegeheim Bingo. Zum ersten Mal in fast 10 Jahren werden wir Bingo machen. Das ist urgemütlich und es hängt aneinander von hochflorigen Klischees. Du bekommst das höchste Niveau, das Beste aus dem Schlechten. Merkwürdige Bälle, besondere Aktivitäten und eigenartige Preise. Und natürlich deine Eierlikör mit Schlagsahne. Samstagmorgen, 10.30 Uhr bis 12 Uhr, Freunde und Familie Kaffeestunde. Das einzige Moment dieser Saison, das für deine Frauen, Töchter, Mutter, Freundinnen, Kinder die Campingatmosphäre spüren können. 17. 18. August, Risswochenende. Komm in deine älteste Klamotten, weil alles darf kaputt gemacht werden. In Stücke zerrissen. Zum Fletschen ranhangen. Deine Unterhose darf nicht zerrissen werden. Und wenn du in deinen schlechten Klamotten und alles zerrissen dabei sitzt, machen wir Kaffee, Tee und Wein und tolle Stimmung und Musik und viel Spaß. 24. 25. August, Pyjama Party. Sei willkommen in deinem Pyjama, Negligé, Badewanne, Nachthemd, Peignoir oder vielleicht etwas Kreatives. Chill Outfit, ein Onesi oder Glitzerpyjama. Es ist kuschelig und ungezwungen und entspannend. Du kannst mal gemütlich liegen oder bloß rumhängen. Und wir machen eine tolle Pyjama-Party draus. 31. bis 1. September, Disco. Wir gehen wieder zum Disco. Himmlische Musik, mitsingen, selbst singen, genießen. Also wieder. Lass wieder den Sau raushangen und den tollste Musik. 7. 8. September, Oktoberfest. Oktoberfest ist de eerste in Holland. Es ist een super gute Laune und wir haben leckeres Essen und Grill. Die tollste Schlager, mitsingen oder Karaoke ist toll. Als du Lederhose oder Dirndl anziehen bitte, gerne. Dann haben wir wieder echt so viel Lust auf diese Saison.
Wir hoffen, du bist dabei. Dann machen wir wieder eine Party draus und eine ganz entspannende und tolle Sommer. Du bist herzlich willkommen auf Holland Man Camp.